Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 Big Farm Projekt hier bei uns auf dem Kanal. Und ihr seht es gerade, wir sind hier am Ballen machen mit dem Fast Bale. So, jetzt bin ich gerade überlegen, machen wir hier Fruchtzerstörung? Nein, so, er legt den Ballen jetzt hier ab in den Weg. Okay, damit kann ich leben. So, wir sind kräftig hier am Arbeiten, hier auf den Feldern. Hier haben wir ja die Schwart hingelegt, die Grasschwart. Da müssen wir auf jeden Fall Ballen machen. Und da hinten fährt irgendwo unser Johnny, der X9, und ist dabei, den Mais zu ernten. Und unser Abfahrer ist gerade unterwegs. Den habe ich losgeschickt, hier zu unserem Silo eine Fuhre wegzubringen. Okay, jede Menge wieder los hier. Wir haben viel zu tun und ich bin ein bisschen überlegen. Also ich habe mich auf jeden Fall erstmal dazu entschlossen, wir werden den Mais ganz normal ernten und bunkern und dann im Winter verkaufen. Denn so gerne ich jetzt auch irgendwie Silageballen oder ähnliches machen möchte, haben wir ja auch eine gewisse Ballenbegrenzung hier. Und wir sind ja jetzt auch hier gerade am Grasballen machen. Und wir müssen ein bisschen, was die Kosten angeht, aufpassen, denn es ist, wie es ist. Wir wollen ja eigentlich andere Sachen noch anstoßen in diesem Projekt, nämlich unseren großen Kuhstall zu bauen und unseren Hof hier mal fertig zu bauen. Und da müssen wir einfach ein bisschen dann doch gucken, dass wir unser Geld zusammenbehalten. Und es im Moment halt nicht viel Sinn macht, sich irgendwelche Gerätschaften auszuleihen, um dann doch einen geringeren Ertrag letztendlich zu haben. Deswegen machen wir jetzt auch hier die Silageballen parallel, so viele wie es eben nur geht. Und der Rest, der kommt dann auf jeden Fall wieder ins Silo, damit wir unsere BGA auf jeden Fall schön befeuern können hier auf dieser Map. Und damit dann hoffentlich hier wieder zwischen den Jahren gut Geld reinkommt. Jo, damit wir endlich hier mal die größeren Sachen hier endlich machen können. So, wo ist denn der Johnny? Der ist da oben. Okay. Der wird bestimmt jetzt auch gleich voll sein. Wir schauen mal kurz, ups, auf die Map. Ah, der Abfahrer ist noch nicht mal oben. Ja, das ist natürlich halt auch so ein Punkt, wo wir uns auch Gedanken machen müssen, ob wir nicht uns bald ein Silo hier direkt am Hof dann hinstellen. Aber das ist halt auch eine große Investition und im Moment leben wir natürlich mit vielen Gebäuden, Objekten, Produktionen, die halt eben sozusagen beim Start dabei waren. Und dass halt das Silo da oben ist, okay, den Wermutstropfen müssen wir in dem Fall halt schlucken, dass dann doch lange Wege sind. Naja, okay, das wird dann auch mit Sicherheit interessant. Okay, jetzt ist er 80%, ja, er fängt an zu blinken, unser Drescher. Und ja, auch beim Abladen bzw. dann beim Verkaufen im Winter müssen wir diese Wege natürlich auch alle gehen. Es hilft ja nichts. So, hier noch einmal rum. Der Drescher ist jetzt natürlich dann auf der falschen Seite, was das Abtanken angeht. Da ist natürlich das Feld hier, dieses Maisfeld ist halt extrem lang, ne? Da kann er natürlich keine zwei Bahnen schaffen. So. Und der andere ist jetzt gerade mal beim Silo, so wie es aussieht. Ja, jetzt ist er voll. Okay. Okay. Dann schalten wir hier den Helfer aus und bringen den schon mal in Position zum Abtanken. So, Motor aus und Sprit gespart. Gut, dann er hier weiter. So, zwischenzeitlich ist ja das neue DLC gekommen, Hay and Forage, das Hay and Forage Pack mit Gerätschaften für eben die Grasbearbeitung mit Schwadern, mit Wändern, mit Geräten, eben speziell mit Neigetechnik und ähnlichem. Ja, das werden wir hier wohl wenig, glaube ich, zum Einsatz bringen hier auf dieser Map. Aber wir haben ja noch das andere wunderschöne Projekt hier, die Alpenmap. Und dafür ist natürlich dieses DLC prädestiniert. Da habe ich auch bereits einige Felder jetzt extra mit Gras, mit Ackergras angesät. Da werden wir dann demnächst dann auch kräftig mähen und einsammeln. Und dann kommen auf jeden Fall diese neuen Gerätschaften, sollen dann mal zum Einsatz kommen. Dann schauen wir uns das mal an. Hier, wenn da der Rigitruck oder ähnliche Geräte hier unterwegs sind, am Berg mit Neigetechnik und ähnlichem. Da bin ich ein bisschen gespannt. Das haben wir ja auch versucht mit einem Drescher. Mit einer Mod,
Und ja, das hat leider nicht so schön geklappt. Wenn der Helfer unterwegs war, hat er dann doch ein bisschen Probleme bekommen. Beim Wenden ist also ein bisschen immer hängen geblieben. Wenn ihr da eine Idee habt, was wir da sonst einsetzen können für eine Mod, ich habe leider nichts gefunden und ist natürlich klar, auf der PlayStation ist das nicht ganz so einfach mit den Mods. Aber wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wegen einem Drescher mit Neigetechnik, das wäre cool, wenn ihr da wisst, wo es da noch was ist. Weil ich finde, da sollten wir auf jeden Fall in der Alpen-Map mitarbeiten, weil dafür haben wir ja hier ein bisschen die Projekte. Hier das Großprojekt, wo wir mit großen Gerätschaften unterwegs sind hier, mit großen Dreschern und großen Traktoren. Und dann haben wir ja eben noch unsere Alpen-Map, die richtig schön klein und schnuckelig ist. Und da sollten wir natürlich wirklich diese Gerätschaften einsetzen, die wir sonst nicht benutzen. So, yo, also das dazu hier zum Hay and Forage Pack, das ich natürlich hier runtergeladen habe. Und da freue ich mich dann schon in unserem anderen Projekt dann mit diesen Geräten zu arbeiten. Yo. So, er wickelt fleißig. Wie gesagt, der Fast Bale, den mag ich gerne, weil man da eben dann nichts weiter machen muss, außer Gas geben und die Spur halten. Und ich schaue nochmal hier in die Map. Naja, da oben kommt er gerade um, unser Abfahrer um die Ecke. Ja, und da vermute ich jetzt auch mal, dass wir natürlich das hier nicht alles wickeln können, was hier liegt an Gras, sondern da wird dann mit Sicherheit, müssen wir dann nochmal mit dem Ladewagen rüber. Ja, und was ich dann noch sagen wollte ist, ja, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir mit den Feldern umgehen. Ob wir dann hier so ähnlich wie auch auf der anderen Map, ob wir hier mit einer Zwischenfrucht arbeiten und vielleicht irgendwo, ja, dass wir hier Gras, denn wir sind jetzt im Oktober und wir müssten jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Ja, da können wir jetzt die nächste Zeit überhaupt nichts ansehen, aber Gras würde gerade noch so gehen. Und dann können wir das auch mit Sicherheit demnächst dann auch nochmal ernten. Aber das ist natürlich schon Wahnsinnsfelder, muss man natürlich auch sagen. Ja, Weizen ist halt alles erst dann... Naja gut, also wir könnten Weizen und Gerste ansehen. Das wäre schon eine Möglichkeit. Aber dann müssen wir ja wieder ziemlich lange warten, bis wir ernten könnten. Und wir könnten natürlich auch erstmal Gras sehen und dann halt wieder Sonnenblumen und Mais. Das würde sich eventuell anbieten. Oder Soja. Ja, dann machen wir uns nochmal Gedanken. So, ist der Abfahrer mittlerweile da? Yep, da kommt er. Okay. So, da ist er. So. Dann können wir hier schon wieder mal abtanken. So, eigentlich müsste man das auch mit zwei Abfahrern machen, um ehrlich zu sein. Ja, damit immer einer unterwegs ist. Und dann müssen wir uns auch mal Gedanken machen, vielleicht noch einen kleinen Kipper dazu. So eben mit 22.000, 24.000, den wir ja auch dann vielleicht gebrauchen können für Futter und ähnliches. Und dann könnten wir nämlich mit zwei Abfahrern arbeiten, sodass zumindest immer einer da ist. Ja, bei der Entfernung müssten wir uns da mal Gedanken machen. Dann könnten wir auch mit dem kleineren Traktor, der nicht ganz so viel PS hat, könnten wir natürlich dann auch fahren. So, der Johnny ist gleich. Dann machen wir doch schnell noch ein Thumbnail. Zack. So. Dann bringen wir den erstmal wieder in die Spur. Gut. So, Anblick. Ah, da läuft der Motor noch. So, hier läuft der Motor auch noch. Okay. Sehr schön. Ja, weil da würde das passen. Da hätten wir einen Traktor noch zum Arbeiten und wären dann halt zwei Abfahrer. Und da war ja sowieso auch mal die Idee, noch einen JCB oder so einen kleinen, weil wir mit der Allradlenkung irgendwie, ich sag mal, besser um die Kurven kommen. Ja, es gibt ja so manche Positionen, manche Stellen hier auf der Map, ja, wo es nicht ganz so geschmeidig funktioniert. So möchte ich das mal sagen, mit der Wegfindung. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was liegen. Nehmen wir das hier noch mit. So, dann ist das hier zumindest auch erstmal fertig. Ja, da hinten liegen die Ballen. Okay, dann machen wir... Oh, da könnten wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, nichts verkommen lassen.
So. Gut, dann gehen wir hier in die Bahn rein. Sehr schön. So, sehen wir denn unseren Johnny da hinten schon wieder? Ja, so zwischen Rückspiegel und A-Säule. Ja, da kommt er jetzt gleich ums Eck vermutlich. So, da ist er doch. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt in Folge 41 mittlerweile hier in unserem Projekt. Und das ist dann doch so alles so ein bisschen zieht mit dem Kuhstall, den ich die ganze Zeit bauen will. Und natürlich auch hier mit der Map, mit der Gestaltung. Ja, das ist natürlich schon klar, wenn wir hier bei relativ null anfangen. Wir haben zwar hier die Sammlerstücke ja gefunden, aber das hat eben genau gereicht, das Geld, um hier dieses Feld, dieses große Feld zu kaufen. Und das haben wir uns ja dann ein bisschen eingeteilt. Und das war auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Geschichte. Das hätte man natürlich auch ein kleines bisschen anders machen können. Aber ich wollte halt im Gegensatz zur ersten oder zweiten Folge, wo wir hier auf der Map gespielt haben, nicht auf Feld, ich glaube es war Feld Nummer 10 anfangen, sondern eben hier auf der anderen Seite und hier an der Stelle mit dem Hofbau und so weiter beginnen. Und ja, es zieht sich halt doch ein bisschen, weil wir die ganzen Gerätschaften erstmal kaufen mussten hier. Und das Geld, das halt reinkommt, ist dann auch immer gleich ruckzuck weg. Aber wem erzähle ich das? Ihr wisst ja Bescheid, wie sowas hier letztendlich läuft. Und wenn die Sache da mal irgendwann am Laufen ist und man nicht mehr so viele Ausgaben hat, ja, dann fängt man irgendwann mal an, im Geld zu schwimmen. Und dann kann man irgendwie alles zweimal oder dreimal kaufen. Aber das wird noch ein bisschen gehen. Das war halt dann auch so gegen Ende, wo wir dann auch schon ja, einige Jahre durchgespielt hatten hier auf der Map. Da waren dann so viele Produktionen und Felder, da hatten wir fast schon alle Felder auch gekauft. Ja, und da war natürlich dann immer irgendwo was auch los, Action, immer was zu tun und Geld kam halt auch immer wieder rein. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, 73, ich denke es mir nämlich. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Kollegen da vorne noch abfangen. Bevor er wendet. Aber ich glaube, es wird fast besser sein, wenn wir ihn gleich zum Stehen bringen. Weil ich möchte auf jeden Fall den Kollegen abtanken, bevor er wendet. Ja, jetzt hat er 80. So, jetzt müssen wir halt doch hier. Jupp. Und stopp. Aber wir könnten natürlich Folgendes machen. Wir könnten noch einmal hier hochfahren lassen, damit hier die Bahn etwas kürzer wird. So. Noch eins, zwei Vorgewände. Das wird zwar nicht allzu viel bringen, aber natürlich idealerweise ist es immer gut, wenn der Drescher im Prinzip zwei Bahnen fahren kann, sodass er immer ungefähr an derselben Stelle dann abgetankt wird. Das macht es natürlich für uns dann einfacher. Und das müssen wir auch erstmal, dieses Timing erstmal ein bisschen finden. So. Ach was, ist er voll, ne? Ja, natürlich ist er gerade voll. Gut. Jo, dann können wir ja wieder hier zum anderen Kollegen. So, mal schauen. Dann machen wir hier diese Bahn. So, und der Tempomat wieder rein und dann einfach wieder nur fahren und ein bisschen gucken, wie er da hinten immer hoch und runter geht. Der Querneland. Sehr schön. Fast Bail. So. Yep, jetzt entleert er die Kammer. Okay. 3, 5. Okay. 3500 Liter haben die Ballen immer. So, da bin ich mal gespannt, wann die Meldung wieder kommt, dass keine Ballen mehr gemacht werden können. Und dann müssen wir uns halt wieder den Ladewagen schnappen und den Rest ins Fermentersilo kippen. So, dann halten wir hier mal an und schauen mal. Okay, der Drescher ist wieder an der Stelle.
17. Ich überlege gerade, ob sie es anbietet. Nein. Nee. Nee, nee. Wir lassen das so, dass er jetzt hier dann wieder links hochfährt. Ja, wir könnten ihn aber zum Spaßeshalber nochmal abtanken. Ja, der Abfahrer ist nämlich auch schon wieder fast voll hier mit 81. Aber dann müsste er, wenn er abgetankt ist, auf jeden Fall die Bahn hochkommen und dann wieder runter. Und dann könnte man dann direkt ranfahren. So. Okay. Okay, dann machen wir Folgendes. Schön rückwärts, rückwärts, rückwärts. So, das Rohr ist ja lang genug. Da müssen wir nicht so dicht dran. Jo, machen wir nochmal ein Thumbnail. Sehr schön, ist jetzt leer. Okay. Das passt. Und den hier, den schicken wir jetzt los. So. Job erstellen und Job starten. Mal schauen, ob er gleich den Weg findet. Ja, weil er hier natürlich relativ dicht hier an der Straße ist. Genau, hier findet er da gleich die Wegepunkte. Sehr schön. Und wir machen in der Zwischenzeit mit ihm hier weiter. Gut. Ja, wir sind ja schon hier im Oktober. Wenn wir dann Gras ansehen, Oktober, November, Dezember, weiß ich jetzt gar nicht. Im Winter wird das natürlich nicht wachsen, dann wird das erst dann nächstes Jahr. Hm. Also wir könnten natürlich jetzt auch hier ein Feld machen. Eins von diesen zwei Feldern. Damit wir auf jeden Fall das obere Feld, das Sonnenblumenfeld, würde sich eigentlich anbieten, dass wir da entweder Weizen oder Gerste pflanzen, weil dann wäre nämlich auch die Strohschwade nicht so weit weg von unserem Fermentersilo. Hm. Dann könnten wir das nämlich alles dort einwerfen und wenn ansonsten auch die Ballen machen. Also das wäre auch noch eine Überlegung, dass wir zum Beispiel ein Feld jetzt hier mit Getreide machen, Weizen. Und das Maisfeld, da überlegen wir uns mal was, ob wir da eventuell noch Gras drauf machen als Zwischenfrucht oder ob wir das Feld dann eben einfach bearbeiten und schon mal vorbereiten für die nächste Saison. Das müssen wir uns dann mal überlegen. So, wo ist denn der Abfahrer? Ja, da oben an Feld Nummer 12 erst. Okay. Jo. So, ich müsste mal gerade schauen, mit welchem Tempo ist denn der unterwegs? Naja, gut, also so richtig Vollgas gibt er halt auch nicht, ne? Also fährt immer hier so ein bisschen um die Kurven rum. Naja, mit 44. Naja, okay, ist halt so. Also da ist echt zu überlegen, ob wir uns irgendwann früher oder später noch einen JCB eben als reinen Abfahrer gönnen, der dann auch ein bisschen flotter unterwegs ist. Ich glaube, der fährt dann auch 60. Naja, gut. Er ist jetzt schon wieder bei 56. Okay. Ja, wickel, wickel, wickel. So, man müsste mal durchzählen, bei wie vielen Ballen er eigentlich hier Schicht macht. Ich weiß es nämlich gar nicht. Wenn ihr das wisst, könntet ihr mal auch in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie da eure Schätzung oder euer Wissen ist. Bei wie viel Ballen er hier sagt, es sind genügend Ballen oder verkaufen sie erstmal einen Ballen, damit man wieder einen wickeln kann. Ich weiß es nicht. Da kommt nämlich auch keine Vorwarnung, sondern es ist dann einfach so. Jetzt überlege ich gerade, ist da nicht ein Zähler dran? So, Augenblick mal. So,
Okay, 211. Naja, also da hat er wohl dann die Summe, ne? Also das, ich glaube, 211 Ballen haben wir hier noch nicht gewickelt. Ja, interessant ist, kann man das irgendwie zurücksetzen, diesen Zähler? Augenblick. Hubmotor stoppen, Radio, Ballenzähler zurücksetzen. Ja, okay, dann hätten wir den zurücksetzen müssen am Anfang. Das wäre natürlich dann die richtige Geschichte gewesen. Also der zählt natürlich jetzt hier in Summe, haben wir mit dem hier schon 212 Ballen gewickelt. Okay. Jetzt zurücksetzen bringt natürlich nichts mehr. Das müssen wir das nächste Mal machen, wenn wir loslegen. Gut. Sehr gut. So, komm, leg ab. Und dann gehen wir in die nächste Spur. Und während ihr ausrechnet, wie viel Ballen man hier also wickeln kann, bevor er dann wieder motzt, auf der PlayStation wohlgemerkt. So, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge. Dann geht es hier weiter. Ich werde hier fleißig wickeln, wickeln, wickeln noch. Und hier das Feld soweit fertig machen. Und auch das Maisfeld wird weiter abgearbeitet. So, da hinten steht jetzt der Johnny und wartet natürlich auf den Abfahrer. Aber dann ist es eben so. Ich sage jedenfalls recht herzlichen Dank fürs Zusehen hier. Diese Folge, die 41. Landwirtschaftssimulator 22. Unser Projekt Big Farm mit großen Maschinen auf Neubadelshagen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht und ihr wollt auch die nächsten Folgen vielleicht dabei sein, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr noch Ideen, Anregungen habt, gerne mal was in die Kommentare schreiben, da freue ich mich auch immer sehr darüber. Ansonsten darf ich mich wie immer recht herzlich bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit und sage an dieser Stelle wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal bei mir hier auf dem Kanal.